Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Videoblogs Sommerreise im Van. In Levanto gestartet, führt uns unser Weg heute nach Sanremo, über Genua entlang der italienischen Riviera. In Cinque Terre, das ist der Küstenabschnitt, wo die fünf Orte wie in den Fels gemeißelt sind. Atemberaubend bis traumhaft schön, so lässt sich die ligurische Küste in wenigen Worten beschreiben. Ja, genau so liest man das in zahlreichen Reiseführern. Aber auch wir sagen, atemberaubend bis traumhaft schön. Dieser Landstrich mit den rund 1,5 Millionen Menschen, die hier beheimatet sind, beginnt in der Toskana und endet an der Grenze nach Frankreich. Die Hauptstadt dieser bezaubernden Region ist Genua, jahrhundertelang größter Konkurrent Venedig. Und die Altstadt von Genua ist unlängst zum Teil des UNESCO-Weltkulturerbes erklärt worden. Und eben in dieser bezaubernden Altstadt kann man in der Via di San Lorenzo, das ist die Hauptstraße der Altstadt, wunderbar schlendern und flanieren. Aber auch die anderen Wahrzeichen von Genua, wie der Leuchtturm oder der alte Hafen, sind sehenswert. Uns zog es allerdings weiter an der Küste entlang Richtung Sanremo. Ja, und fährt man aus der 800.000 Einwohnerstadt Genua heraus, der Küste entlang Richtung Sanremo, kommt man unmittelbar an die Steilküste, hier schon zu sehen. Die gesamte Region ist auch kulinarisch ein absolutes Highlight. Hier wird wunderbarer Wein angebaut, Oliven werden hier angebaut, hier kommen die Ravioli her. Und Fisch- und Fleischgerichte gibt es hier natürlich in den tollen italienischen Restaurants überall an jeder Ecke. Die Fahrt war schon traumhaft schön hier an der Küste entlang. Und hier kommen wir wieder an so einem Superlativ vorbei, an Alassio. Ein mildes Klima, feinkörnige Sandstrände, von Wein- und Olivenbäume bewachsene Hügel sowie eine mittelalterliche Altstadt. Also, dieser kleine Ort ist sehr sehenswert. Auch hier hätten wir viel, viel mehr zeigen können, aber dann wäre auch dieses Video stundenlang geworden. Das wollten wir natürlich nicht. Hier sind wir schon in Sanremo am Stellplatz. Und wo dieser genau ist, das findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung. Er ist ungefähr 3,5 Kilometer vom Zentrum entfernt, aber der Weg ist überhaupt gar nicht so schlimm, denn es geht immer am Meer entlang, also an der richtigen Küstenpromenade dort, und es macht richtig Spaß, dort spazieren zu gehen. Ja, Sanremo, ein traumhafter Ort. Schon der berühmteste Erfinder und Namensgeber des wohl begehrtesten Wissenschaftspreises Alfred Nobel war Ende des 19. Jahrhunderts dem zauberhaften Charme von Sanremo erlegen und ließ sich 1891 dort nieder. Aber nicht nur seine hochherrschaftliche Villa ist seit 2002 zu besichtigen hier in Sanremo. Nein, nein, hier gibt es in dieser bezaubernden Hafenstadt mit den knapp 57.000 Einwohnern wirklich viel zu entdecken. Natürlich muss man sich das weltberühmte Casino angucken. Ja, und auch Scardi gefiel es richtig gut. Nicht nur Kultur und Musik werden hier großgeschrieben.
Gleichzeitig laden die orientalisch anmutende Altstadt von Sanremo und die herrlich duftenden Blumenfelder der Stadt zu romantischen Spaziergängen ein. Das ganzjährig milde Klima rundet die erholsamen Ferien perfekt ab. Aber von hier aus kann man auch klasse zu einem Tagesausflug nach Nizza oder Monte Carlo starten. Das ist nicht so weit. Hier nochmal unser Stellplatz von oben. Das ist eher ein Schotterplatz und ich glaube, da gibt es nicht mal Strom. Also für Autarksteher aber reicht er völlig aus und ist ziemlich günstig. Hier kann man dann an der Küste entlang Richtung Frankreich fahren und wir sind dann nicht nach Frankreich reingefahren, sondern bekanntermaßen ja dann Richtung Mont Blanc durchs Aostatal und Piemont. Das haben wir euch schon in einem Video vorgestellt. Und auch auf dieser Küstentour haben wir die Hotspots, die touristischen, nahezu alle ausgelassen. Also Genua haben wir nicht besucht, da sind wir dann durchgefahren. Und haben uns vielmehr auf die kleinen, feinen Orte konzentriert. Und das war gut und richtig so. Und es reizte uns schon, kurz mal nach Nizza zu fahren. Aber leider gab es ja Corona und das war Risikogebiet dort zu diesem Zeitpunkt. Deswegen haben wir das nicht gemacht. Aber so ein kleiner Blick Richtung Frankreich, den haben wir uns noch auf einem Parkplatz gegönnt. Und das war schon schön. Und für euch, wenn ihr Italien auf dem Zettel habt und dorthin fahren wollt, dann fahrt unbedingt diese bezaubernde Küste entlang. Es ist wirklich schön. Überall gibt es tolle Camping- und Stellplätze und das ist richtig unkompliziert. In diesem Sinne sage ich heute Tschüss und wie gewohnt Ciao, bis bald.